Wir wurden alarmiert zu einer technischen Hilfeleistung Klein, Betriebsstoffe ausgelaufen. Und auf der Anfahrt wurde uns dann seitens der Leitstelle mitgeteilt, dass ein LKW im Graben da wieder eintrafen. Dieses Bild, was wir vorfinden, LKW lag auf der Seite und ca. 600 Liter Kraftstoff in den Behältern, die dann zum Teil ausgelaufen sind. Und wir haben jetzt noch eine Feuerwehr nachgefordert zum Aufnehmen des Kraftstoffes, die dabei uns unterstützt. Ja, wir werden die Leckage soweit stoppen, den Kraftstoff, der ausgelaufen ist, aufnehmen und dann wird die Polizei ein Bergungsunternehmen wahrscheinlich alarmieren, die dann das Fahrzeug aus der misslichen Lage befreit und dann wird sich noch von der oberen Wasserbehörde einer gleich hier eintreffen, der dann sagt, wie weit dann der ganze Kram ausgebaggert werden muss. Also,